Hallo Leute, mein Name ist Aberorg und heute spielen wir zusammen Blox Fruits auf meinem Roblox-Kanal. Das habe ich noch nie hier gespielt, obwohl ich schon maximales Level bin und zum Beispiel auch die Buddha-Frucht Awaken habe. Für alle, die nicht wissen, was das für ein Spiel ist, es gibt ein Anime und Manga, der heißt One Piece. Dort gibt es ganz grob gesagt Piraten und auch andere Gruppierungen, zum Beispiel Marinesoldaten. Das sind quasi theoretisch die Guten. Und in dieser Welt der Piraten und Marine und so weiter und so fort gibt es Früchte, die man essen kann. Und wenn man eine Frucht isst, jede Frucht ist einzigartig, bekommt man Spezialfähigkeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade die Buddha-Frucht gegessen und das hat dieses Spiel hier nachgebaut. Das ist quasi ein Fanspiel. Auf jeden Fall, alle anderen Früchte habe ich noch nicht im Inventar und die will ich mir jetzt einfach mal kaufen. Und damit ich mir das schönreden kann, warum ich mir die kaufe, mache ich das jetzt in einem Video. Wir fangen an mit der Kilo-Frucht, die hatte ich glaube ich schon mal. Ich muss meine Transformation deaktivieren. Okay. Dann mache ich das Menü aus, damit das nicht rumbackt. So, also, wir gehen in den Shop rein. Ich kaufe mir die Kilofrucht für 50 Robux. Das wird gleich noch richtig teuer. Im Anime ist das soweit, ich weiß, so, dass man damit sein Gewicht steuern kann. Und jetzt quasi mit dem Angriff wiege ich 10.000 Kilo und Smash nach unten. Das geht runter bis 50.000 Kilo. Und dann gibt es noch eine Spezialfähigkeit Aufhellen. Und dann habe ich auch den letzten Angriff freigeschaltet, Aufhellen. Ich weiß gerade gar nicht genau, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich, dass man leichter wird. Oh ja. Damit wird man leichter, man fliegt dann nach oben, weil man kann ja sein eigenes Gewicht bestimmen. Okay, so sieht die Frucht aus, wir wollen uns damit nicht lange beschäftigen. Ich gehe auf die Spin Fruit, auf die Drehfrucht, die kostet 75 Robux, die kaufe ich mir jetzt mal. Oh, die habe ich sogar schon mal gelevelt, da kann ich euch jeden Spezialangriff direkt schon mal zeigen. Tornado mit X, ja, sieht langweilig aus. Drehender Bomber mit C, ja, sieht schon besser aus. Hubschrauberflug mit F. Oh, damit kann man fliegen. Auch nice. Okay. Man ist nicht so schnell wie mit der Lichtfrucht, aber man kann es besser kontrollieren. Rasiererwind kann ich mit Z machen. Ist hier im Spiel dann auf Y. Sieht so aus. Ja, sieht nicht so fresh aus. Okay, wir gehen in den Shop rein, kaufen uns die Hakenfrucht für 100 Robux. So, habe ich noch nicht gelevelt. Ich habe Mastery auf Level 9. Ist nicht besonders viel. Macht damit einen Angriff. Ein Tackle sah nicht besonders krass aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch einen Tanz freigeschaltet mit X. Wow. Okay, der ist heftiger. Ah, warte, ist das die Spring Fruit? Keine Ahnung. So, mit Party kann ich mit C aktivieren. Ja. Ja, okay. Und Helikopter mit F. Ah, damit kann man auch fliegen. Okay. Sieht so aus. Ja. Finde ich jetzt auch nicht mega krass, ehrlich gesagt. Dann holen wir... Nee, das ist jetzt die Spring Fruit. Die macht doch hier mit B. Wie hieß er nochmal? Berami. Leute, ich bin ganz schlecht in Namen merken. So, der hat die Frucht und die habe ich tatsächlich schon mal ein bisschen gelevelt. Ich kann Klopfen aktivieren. Ja, langweilig. Warte, ich hau die mal alle an, damit ich die so ein bisschen besiegen kann. So, ich habe die schon mal auf Low HP geboxt und mache jetzt mit der normalen Frucht einen Angriff. Frühlingssnipe mit X. Okay, sieht lame aus, ehrlich gesagt. Frühlingskanone mit C. Das sah schon ein bisschen cooler aus. Ich habe jetzt die nächste Stufe freigeschaltet, den nächsten Angriff. Mit F kann ich den machen, den Frühlingssprung. Boah, wie lame ist das denn? Man kann ja nicht mal fliegen mit. Okay, man springt nur einmal ein bisschen. So, ich habe jetzt auch den nächsten Angriff. Ich zeige den hier einmal mit V. Spring Emperor. Ja. Okay, sieht nicht so heftig aus. Ich gehe wieder in den Shop und kaufe die nächste Frucht. Die nächste Frucht ist die Bombfrucht. Die hatte ich, glaube ich, schon mal. Aber die habe ich mir nicht permanent gekauft. Jetzt kommt hier irgendein Dulli und will mich nochmal angreifen. Das heißt, ich muss den besiegen. Ich habe jetzt die Bombfrucht und schau mal. Ja, die habe ich, glaube ich, tatsächlich schon alle Angriffe. Dann kann ich hier mal eine Bombe explodieren lassen. So, da sah das aus. Ich kann einen Bombengriff machen mit X. Sieht dann so aus. Mit V zeige ich es erstmal, kann man Self-Destruct machen. Hier ist der Gegner. Und da fresse ich selber richtig viel Leben. Da schade ich mir selber, aber mache dann einen richtig heftigen Bombenangriff. Aber der Gegner ist immer noch nicht tot, Alter. Mit C kann ich Landminen platzieren. Je länger ich drücke, desto größer geht der Radius. Und ja, in der Zeit wurde ich jetzt gekillt, aber es wurden ein paar Minen platziert. Und wenn der Gegner da jetzt reinläuft, hallo, komm mal her, dann müsste er eigentlich sterben. Aber ich glaube, weil ich gerade gestorben bin, sind die alle entschärft. Ich platziere nochmal neue Landminen. So, zack. So, das hier ist eine neue Landmine. Ja, funktioniert, okay. Funktioniert. Wenn man stirbt, funktionieren die alten Landminen nicht mehr. Und da kriegt der Gegner halt Angriff. Und es gibt den Explosionsjump mit F. Da springt man halt so ein bisschen nach oben. Finde ich jetzt nicht so krass. Okay. Dann gehen wir in die nächste Frucht rein. In die Rauchfrucht für 250 Robux. Leute,
Lasst ein Like, Abo da. Ich werde nie wieder einen Bloxfruits machen, außer es schreiben genug Leute in die Kommentare, dass ich ein Bloxfruits-Video machen soll. Ich wurde nämlich jetzt, als ich das jetzt die letzten Tage wieder gespielt habe, darauf angesprochen, dass ich mal ein Video machen soll. Das mache ich jetzt. Aber ich glaube nicht, dass das viele Leute sehen wollen. Ich spiele Roblox ja auch privat. Ich bin ja nicht so wie andere Roblox-YouTuber. Ich spiele ja auch privat Roblox. Ich mache nicht über jedes Spiel, was ich spiele, Videos. Und hier haben sich die Spieler halt gewünscht, dass ich ein Video mache. Smoker, das ist glaube ich die Frucht von Captain Smoker. Hier mache ich das, aber wenn es nicht genug Leute gibt, die in den Kommentaren schreiben, dass ich ein neues Video machen soll, dann werde ich es nicht machen. Weil das ist auch ein Spiel, was ich einfach auch privat gerne spiele. Muss ich nicht unbedingt ein Video machen. Smoke Blast habe ich jetzt mit X freigeschaltet. Okay. Ist schon ein coolerer Angriff. Smoke Liberation. Boah. Auch schon cooler. Smoke Bomber mit F. Okay, man kann fliegen. Man kann damit fliegen. Aber das Steuern ist ultra schwer. Aber macht während des Fliegens auch Angriff. Das finde ich nice. Da kann man so ein bisschen um den Gegner herumfliegen. Und den damit angreifen, ohne dass man selber angegriffen wird. Sehr nice. Okay. Und jetzt noch einmal. Den will ich noch einmal besiegen. So. Und zack. Zack. Und der ist besiegt. Okay. Das ist ja auch die Frucht wahrscheinlich von Captain Smoker. Und die finde ich schon cool. Jetzt gibt es die Stachelfrucht für 380 Robux. Es wird immer teurer, Leute. Seht ihr das? Die Spike Fruit. Ich glaube, ich sehe manchmal in dem Game Leute damit rumlaufen. Ich hatte die noch nicht. Spike Summon mit Z kann man die machen. Oh. Okay. Ich kann hier einen Spikes beschwören. Okay. Ist schon ein coolerer Angriff. Und mit X kann ich einen Wirbelwind machen. Ja. Okay. Mit C kann ich einen stacheligen Ball machen. Oh yeah, ich kann damit jetzt sogar rumrollen. Nice. Wir gehen in die nächste Frucht rein. Ich kann mir jetzt nicht jede Frucht genau angucken. Ich kann auch nicht jede Frucht jetzt awaken in dem Video. Das würde zu lange dauern. Das ist die Frame-Flut-Frucht. Das ist ja die Frucht von Ace in dem Anime. Die habe ich schon hochgelevelt. Schießgeschosse mit Z. Da schießt man halt solche Dinger. Ist natürlich krass hier. Ist halt immerhin die Frucht von Ace. Brennende Explosion kann man einen riesen Feuerball schicken. Dann kann man eine Feuersäule machen mit C. Auch das ist einfach nur heftig. Feuerflug mit Ace. Mit F. Kann man sehr nice steuern. Sehr cool. Flammenzerstörer mit V. Machen wir auch mal. Junge, bin ich jetzt hier einfach Freezer oder was? Und bam. Digga, er ist einfach weg. Ah ne, er ist da hinten. Okay, hat aber leider wenig Schaden gekriegt. Ich finde das schade, dass die Früchte hier nicht so stark sind. Mein Fighting-Style ist stärker zusammen mit Buddha. Wir gehen auf die nächste Frucht. Und zwar gehen wir auf die Falkenfrucht. Ah, mit Z. Okay, jetzt habe ich Flügel. Und jetzt kann ich mit den Flügeln fliegen, wenn ich F drücke. Ich kann einen Windstoß mit X machen. Sieht so aus, nicht so geil. Ich kann Knochenbrecher mit C machen. Sieht auch nicht so heftig aus. Und jetzt werde ich nochmal kurz einen NPC killen, damit ich den nächsten Angriff freischalte. So, einmal hier den Windstoß machen. Bam. Und einmal den Knochenbrecher mit C. So. Jetzt habe ich den nächsten Angriff freigeschaltet. Hochtalon mit V. Das mache ich einfach mal. Und bam. Ja, okay, finde ich jetzt nicht so heftig. Ich finde die Flame Fruit da schon heftiger. Wir gehen wieder ins Menü rein. Ich kaufe jetzt die Eisfrucht. Die ist auch low, finde ich. Also im Anime ist die heftig. Hier in Game hatte ich die, glaube ich, schon mal. Einfach normal gekauft. So, ja, habe ich schon mal freigeschaltet. Im normalen Anime hat das ja ein Admiral. Aber hier ist das irgendwie wack. Man kann so einen Eisspeer schicken. Dann mache ich erstmal den Eisvogel mit C. Ja, damit kann ich halt einen Gegner einfrieren. Gletscher-Epoche mit V. Das sieht schon cooler aus. Kommt auch eher an den Anime ran. Aber die Gegner sind nicht mal eingefroren, Leute. Die müssten jetzt meiner Meinung nach gefreezt da stehen bleiben. So. Ah, mit X konnte ich jetzt doch einen Eisstoß machen. Dann lade ich den nochmal auf und zeige den nochmal vernünftig. So, der ist jetzt aufgeladen. Ich mache den Eisstoß mit X. Den kann man anscheinend nur auf dem Boden machen. Da haue ich mit dem Fuß auf den Boden. So, und in die Richtung. Bam. Ja, sieht fresh aus. Aber ist jetzt nicht der Burner, sag ich mal. Kommt nicht an den Anime ran. Jetzt holen wir uns die Sandfrucht. Die hat ja einen Samurai gehabt im Anime. Für 850 Robux. Leute, ich hatte vorhin noch 5000 Robux, glaube ich. Jetzt habe ich nur noch 1000. Warum habe ich jetzt wieder die Flügel? Ich hatte doch gerade die Eisfrucht. Hatte ich da auch währenddessen noch die Flügel? Ich kann Sandflug machen mit F. Habe da aber anscheinend Flügel. Dann kann ich die Wüstenklinge mit mit Z machen. Die sieht so aus. Sieht schon krasser aus. Das sieht schon heftiger aus. Wüstengegräbnis war im Anime heftig. Junge, das erinnert mich voll an Gaara von Naruto. Ich bin übrigens auch ein größerer Naruto-Fan als ein One Piece-Fan. So, schwerer Sand mit V. Ja, also die Frucht sieht schon cooler aus. Also Wüstenbegräbnis war am coolsten. Nee, warte. Doch, Wüstenbegräbnis war am coolsten. Das sieht schon sehr, sehr fresh aus.
Aber das waren alle Angriffe. Ich will ja fertig werden. Hol mir die Dark Fruit von Dark Blackbeard. Für 950 Robux. Jetzt habe ich nur noch 114 Robux danach. Oh mein Gott. Okay, ich habe die Dark Fruit anscheinend schon mal gelevelt gehabt. Hatte ich mir anscheinend schon mal geholt irgendwie. Aber natürlich nicht permanent. Dimensional Slash. Der Angriff sah fresh aus, Leute. Schwarze Spirale mit X. Digga, der Angriff sieht heftig aus. Aber das ist auch im Anime ein krasser Typ. Schwarzes Loch mit C. Let's go. Boah, der Angriff sieht richtig cool aus. Dark Bomb mit V und Boom. Okay, die beiden davor fand ich cooler. Oh, doch, am Ende auch schon sehr cool. Schwarze Spirale war das, glaube ich, was ich so nice fand. Ja, das war cool. Damit kannst du Gegner weglecken. Weglenken. Die werden angezogen. Schwarzes Loch hole ich nochmal raus. Sah cool aus mit C. Ja, schwarzes Loch ist badass. Schwarzes Loch ist sogar noch cooler als dunkle Bombe mit V. Die nächste Frucht, die kostet, das ist die Wiederbeleben-Frucht. Ich habe diese Frucht und ich habe immer noch die Flügel. Okay, das ist ein Bug. Die anderen Früchte haben nicht die Flügel. Das kommt immer noch von dieser komischen Vogelfrucht da. Okay, ich kann jetzt Besitz ergreifen über jemanden. Nee, doch nicht. Okay, so sah der Besitzangriff aus. Mit Z, der Seelenherrscher mit X, sieht so aus. Boah, das sah schon heftig aus. Auferstehung mit C. Wenn du das nächste Mal stirbst, wirst du mit 50% Gesundheit wiederbelebt. Habe ich jetzt gerade aktiviert. Da muss ich mich gleich mal umbringen. F, wandernde Seele. Auch heftig. Und jetzt lasse ich mich einmal umbringen. Weil ich habe ja Auferstehung geholt. Und bin am selben Ort auferstanden. Einfach als Skelett, Leute. Lol. Aber die Angriffe ändern sich nicht dadurch. Jetzt gehen wir wieder rein in die Diamantfrucht. Ist im Anime nice, aber hier nicht so nice. Oh, wartet, ich muss mir eben einmal Robux aufladen. Das mache ich doch direkt mal. Zauberei, Leute. Auf einmal habe ich wieder 1000 Robux hier auf dem Account. Wie kann das denn nur sein? Let's go. Und ich habe die Frucht ausgestattet. Und die hatte ich sogar schon mal hochgelevelt. Verkrustung aktiviere ich. Und jetzt sehe ich Diamant aus. Und jetzt aktiviere ich mal meinen Haki. Strahlender Angriff mit X. Okay, so sieht das aus. Sieht cool aus, aber nicht so cool wie andere. Da sah die Dark Fruit schon cooler aus oder die Flame Fruit. Sonnenlicht mit V. Ja, ne, ist halt, was soll ich dazu sagen? Wie soll ich die noch großartig zeigen? 1000 Robux, finde ich, ist es jetzt nicht wert. Lichtfrucht hatte ich vorhin schon mal gezeigt. Gummifrucht habe ich hier im Game noch nie jemand gesehen, der das hatte. Ich lade mir jetzt nochmal eben 2500 Robux aus. Ich weiß nicht, wie viel ich gleich noch brauche. Oder ich lade einfach eben 5000 auf. So, 5000 Robux lade ich jetzt nochmal auf. So, kauf mir die nochmal. Ich habe in Bloxfoods noch nie jemand gesehen mit dieser Frucht hier. Ich glaube, das hat seinen Grund, ganz ehrlich. Okay, hier kann ich auf jeden Fall, wenn ich normal box, habe ich einen anderen Angriff. Ja, ist halt wie Ruffy, ne? Und Smash mit X. Ja. Mit F Schleuder. Ja. Eile und Transformation kann ich gleich noch aktivieren. Transformation kostet 225 Mastery. Alter, muss ich das jetzt grinden? Okay. Wir sehen uns wieder, wenn ich das gegrindet habe. Boah, Leute, ey. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Das mache ich nicht nochmal. Ich habe jetzt 225 Mastery gelevelt. Jetzt kann ich mal Transformation aktivieren. Ich mache das mal mit V und ich aktiviere, glaube ich, nur G2, oder? Ja, jetzt habe ich G2 aktiviert. Jetzt bin ich pink. Ich aktiviere mal Haki. Sieht jetzt so aus. Sieht cool aus. Jetzt mache ich mal die anderen Angriffe nochmal und schaue, ob die sich geändert haben. Ich mache Kanone. Ja, hat sich, glaube ich, geändert, oder? Hat sich, glaube ich, geändert, oder? Ich aktiviere mal Smash mit X. Ja, also ich teleportiere mich jetzt bei den Angriffen. Also bin schneller. Die Angriffe sehen ein bisschen schneller aus. Transformation mit V, Schleuder mit F. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Ihr könnt ja zurückspulen. Ja, ist nicht so mein Style. Ich gehe wieder in den Shop rein und kaufe mir jetzt die Barriere. So, Sperrmauer mit Z, aktiviert man hier halt eine Barriere. Da kommt halt kein Angriff, nichts durch wahrscheinlich. Treppen mit F. Kann man halt ein paar Treppen... Oh, warte, ich kann gedrückt halten wahrscheinlich. Jo. Das zieht halt Energy, aber... More Passion. More Energy. More Footwork. Genau, ich kann halt eine endlose Treppe machen, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob das so nice ist. Ein Überraschungsangriff kostet 45... Oder braucht man 45 Level für. Das mache ich mal mit X. Ja, okay, war jetzt nicht so heftig. Und ich kann jetzt ein Sperrgefängnis spawnen. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Wir gehen mal zum nächsten NPC hier hin, greifen den an, Sperrgefängnis mit C und zack. Okay. So, Leute, ich habe jetzt Mastery Level 130. Ich kann jetzt Barrieretürme machen mit V und mach das einmal und... Ja, das sieht schon cool aus. Also, das sieht schon cool aus, muss man schon sagen. Sieht echt fresh aus. Wie lange bleiben die Barrieretürme da? Das will ich jetzt mal eben wissen.
Okay, sie verschwindet nach einer Zeit wieder. War schon cool, aber war jetzt, glaube ich, nichts Ultraheftiges. Magma habe ich tatsächlich schon mal Dingens gefarmt. Ich hatte zufällig eine Magma-Frucht mal gefunden. Ja, habe ich schon auf Maximum. Magma-Dusche mit Z, also hier Y auf Deutsch. Sieht richtig krass aus, kommt ja auch immerhin von einem Admiral. Vulkanischer Angriff X, zack. Also sieht schon heftiger aus als die Eisfrucht, obwohl die auch vom Admiral kam. Magma-Fist mit C, sieht auch unnormal heftig aus. Und Beastfahrt mit F, damit müsste man fliegen können. Eo, sieht so aus. Ich glaube, ich habe die sogar Awaken, ich bin mir gar nicht sicher. Sieht so aus, richtig krass. Okay, auch sehr nützlich. Boom. Dann gehen wir in den Shop rein und schauen mal. Bebenfrucht. Oh, die level ich aber nicht auf Level 150. Das dauert mir zu lange. So, low HP. Und jetzt greift den mit der Frucht an. Ja, macht ein kleines Erdbeben. So, und macht den neuen Angriff mit X. Ja, hat den nicht mal gekillt, obwohl er auf low HP war. Und Leute, meine Stats sehen übrigens so aus. Ich habe Blocksfruits auf Max gelevelt, ne? Blocksfrucht. Die Fruchtstärke. Also nicht so eine nice Frucht, ne? Buddha ist einfach mega OP. So, Leute, ich habe da den nächsten Angriff freigeschaltet. Ich musste wieder farmen. Beben, Ausbruch. Ja, sieht nicht so cool aus, Leute. Ich habe jetzt keinen Nerv, nochmal doppelter Tsunami zu erfahren. Mastery Level 150, wenn die anderen beiden Angriffe auch schon so wack waren. Dann gehe ich hier mal rein und kaufe mir die... Alter, das sind noch voll viele Früchte. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, okay? Leute, ich kaufe mir die Liebesfrucht für 1700. Zack. Ja. Okay, der Angriff sah cool aus. Wir machen das jetzt davon abhängig, wie krass der erste Angriff ist, ob ich weiter farme oder nicht. Der Angriff sah cool aus, deswegen haue ich ihn mal kurz an. Hab jetzt den nächsten Angriff freigeschaltet mit X. Das sieht krass aus. Das sieht heftig aus. Okay, der Angriff sah cool aus. Sehr nice. Ich kann jetzt schon Flamingo White benutzen mit F. Lol, wie cool. Also diese Frucht, die mag ich bisher. Also die gefällt mir echt gut. Die finde ich richtig nice. Okay. So, Leute, ich habe den nächsten Angriff freigeschaltet mit 150 Mastery. Ich boxe den einmal an, zack. Und benutze den unwiderstehliche Anziehungskraft mit C. Boah, das sieht cool aus. Und okay. Hä? Ich kenne das, glaube ich, noch nicht aus dem Anime. Egal, die Frucht ist cool. Leute, aus Zeitgründen kann ich jetzt die nächste Stufe nicht zeigen, weil die kostet 200 Mastery. Ich zeige nichts mehr mit 200 Mastery. Ist auf jeden Fall sehr cool, werde ich auf jeden Fall privat weiter farmen. Wir gehen in die nächste Frucht rein. Spiderfruit für 1800 Robux. Let's go. Und die auf Low HP. Zack. Und einmal Angriff mit Z. Und das sah cool aus. Spider-Part mit 15 kann ich machen. Fahrt mit 15. Okay, damit kann man fliegen. Ach, das ist die Frucht von Don Flamingo dann wahrscheinlich. Jetzt mit X einen Angriff machen und... Ja, okay. Jetzt nochmal die mit Y. Ja. Überhitzt das Sniper mit C. Let's go. Boah, das sah heftig aus. Leute, tut mir leid, dass ich jetzt nicht jede auf Level 200 machen kann. Phoenix für 2000 Robux. Alter, Leute, ich muss nochmal 10.000 Robux aufladen hier. So, jetzt habe ich wieder genug Robux. Phoenixfrucht. Okay, ausgestattet. So, damit kann ich eine Kanone abfeuern. Level 1 Mastery. Dann machen wir das mal und... Peng. Boah, das sah heftig aus. Das sah heftig aus. Okay, krass. Gleich nochmal. Boom. Ich kann hiermit den Hybridflug aktivieren. Oh, hab damit hier auf jeden Fall coole Flügel. Sehr nice. Also, ich habe jetzt den nächsten Angriff. Ich weiß gar nicht, ob ich Regeneration schon gezeigt habe. Damit regeneriere ich mein Leben. Ich habe jetzt schneller Tritt gerade freigeschaltet. Für 160 Mastery. Ich benutze das hier direkt mal. Okay, sah jetzt nicht so heftig aus. Hat, glaube ich, auch nicht so viel Damage gezogen. Nee. Ich zeige das nochmal. Von weiter rausgezoomt und zack. Ja, geht. So, Leute, das dauert echt lange, das ganze Video hier aufzunehmen. Portal habe ich ja vorhin schon gezeigt. Rumble, Pfote, Blizzard, Schwerkraft, Teig, Schatten, Gift, Steuerungssprint, Drache, Leopard. Alter, das sind so viele. Ich kann die gar nicht alle zeigen. Ich gucke jetzt mal, welche ich selber nochmal haben wollte. Die Teigfrucht, die wollte ich selber nochmal haben. Drache ist auch, soll auch heftig sein. Da soll man sich als Drache verwandeln können. Aber ich hole mir die Teigfrucht. So, Teigfrucht 2400. Obwohl, nee, die haben so viele. Ich hole mir die Drachenfrucht. So, ich hole mir die Drachenfrucht und die zeige ich jetzt nochmal. So, Drachenfrucht. Bitte sei krass. Hitzewellenstrahlen mit Z und einmal benutzen und sieht schon heftig aus. Also, sah schon mal krass aus jetzt schon mal direkt. So, nochmal neu und
So. Jetzt habe ich ein neues Mastery Level und kann Drachenflug mit F aktivieren. Und habe so kleine süße Flügelchen. Ich kann eine Transformation aktivieren ab Mastery Level 350, Drachenkralle ab 150, Feuerdusche ab 250. Und ich meine, dass man dann so ein großer Drache ist, der hier rumfliegt, Leute. Ich habe das Video ein bisschen vom Aufwand überschätzt. Ich will jetzt auch nicht ein Stunde-Video hochladen. Deswegen, ich habe ja gesagt, wenn ihr mehr Blockstufs-Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann kaufe ich mir die anderen Früchte auch noch. Ihr habt ja gesehen, ich kann mir die ganze Zeit Robux aufladen. Das ist kein Problem. Das ist nur ein Problem von der Zeit. Dann mache ich das. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo da und schaut doch gerne das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.